Solltest du deine Soraya-Karten, die aktuell im Minus sind, verkaufen, mit viel Verlust eventuell, oder lieber aussitzen? Das ist ein Thema, das im Soraya-Kosmos extrem viel Diskussionen verursacht. Und ich will euch heute meine eigene Meinung sagen und wie ich vorgehen würde. Viel Spaß dabei. Wie immer gibt es bei so einem kontroversen Thema nicht nur schwarz und weiß. Deswegen versuche ich euch meine Meinung zu sagen und wie ich vorgehen würde. Das heißt aber nicht, dass das die perfekte Lösung ist. Zu Beginn stellt sich natürlich die Frage, warum man Spieler mit Verlust verkaufen will. Hier gibt es natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen. Die einen wollen Spieler loswerden, die sie perspektivisch gekauft haben, die einfach nicht zum Zug kommen. Die anderen wollen vielleicht ganz mit Soraya aufhören, weil ihnen die Preise überhaupt nicht gefallen, wollen aber irgendwie noch abwarten und hoffen, dass die Galerie wieder bei plus minus null ist. Und wieder andere haben sich Spieler gekauft, die einfach nicht so gut performen und fragen sich, wann und wie soll ich die Spieler denn jetzt loswerden. Beginnen wir mal mit dem ersten Szenario, und zwar dem, dass du komplett unzufrieden mit Soraya bist, deine Galerie Monat für Monat weniger Geld wert ist und du schon seit Monaten vielleicht überlegst, mit Soraya aufzuhören, du das Ganze aber irgendwo aussetzen willst. Meine Meinung dazu ist, wenn dir das Spiel überhaupt keinen Spaß mehr macht und du wirklich Schmerzen hast damit, dass dein Geld extrem runterfällt, dann würde ich die Verluste definitiv realisieren. Ich habe als Beispiel jetzt hier mal Kylian Mbappé mitgebracht. Wenn du dir jetzt nämlich denkst, dass sich der Preis wieder annähernd zu dem Preis stabilisiert, der vielleicht vor einem Jahr war, muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen. Man sieht hier, Kylian Mbappé war vor genau einem Jahr eigentlich ungefähr so 1070, 1100 Euro wert. Mittlerweile ist er noch ja so 380 Euro wert. Das heißt, er hat einen Wertverlust von 700 Euro in Limited. Und Kylian Mbappé ist einer der beliebtesten und besten Spieler auf der ganzen App. Das heißt, wenn selbst so ein Spieler, der eigentlich vermeintlich preisstabiler sein sollte, als jetzt Spieler, die durchschnittlich performen, so einen großen Wertverlust hat, dann kann es eigentlich fast nicht sein, dass sich so ein Spieler wieder annähernd an diese Sphären wagt. Also wenn ihr jetzt hier wirklich Minus in eurer Galerie habt und euch damit gar nicht wohlfühlt, dann würde ich tatsächlich empfehlen, direkt zu verkaufen und nicht noch weiter auszusetzen. Das macht euch nicht glücklich und das macht auch diese Rare-Community nicht glücklich. Je länger man da wartet, desto negativer wird man, glaube ich, dem Spiel gegenüber. Und in so einem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt rauszugehen, als erst in 2, 3 Jahren oder wann auch immer man denn dann das Ziel hat, rauszugehen. Klar kann Soraya sich auch wieder in die richtige Richtung entwickeln. Ich persönlich denke, dass sich Soraya 2024 stabilisieren wird, aber garantieren kann das einem keiner. Und seit gut einem Jahr kennt der Markt oder die Marktbewegung in Soraya eigentlich nur eine Richtung, und die ist runter. Und deswegen würde ich in so einem Fall definitiv die Reißleine ziehen. Jetzt kommen wir aber zu einem Szenario, das wahrscheinlich für die meisten Manager mehr Relevanz hat. Und zwar, ihr habt euch einen Spieler gekauft, habt wirklich Bock auf den Spieler gehabt, und der performt einfach nicht und ist jetzt einfach gar nicht so im Wert. Als Beispiel habe ich jetzt Serge Gnabry genommen, der natürlich verletzt ist, was natürlich auch logisch ist, dass sein Preis dadurch dann weiter runterfällt. Vor der Saison hätte man ihn ungefähr für 46 Euro, vielleicht so, sagen wir, wenn man gut gearbeitet hat, für 40 Euro holen können. Und aktuell ist er nur noch 10 Euro wert. Das heißt, auch hier wieder ein Verlust von 30 Euro. Das tut natürlich weh, je nachdem, was für eine Größe von einer Galerie man hat. Das muss man sich nämlich an der Stelle fragen. Wenn man so einen Spieler loswerden will, weil er einem einfach nichts bringt, dann ist es nur dann sinnvoll, wenn man mit dem Geld, das man reinvestiert, auch wirklich wieder neue Spieler kaufen kann, die einem weiterhelfen können. Wenn die Galerie jetzt aber groß genug ist, würde ich in so einem Beispiel wie Serge Gnabry auf jeden Fall warten, bis er zumindest mal wieder fit ist, um dann eventuell in der Zeit, wo er dann wieder spielt, ihn mit bisschen mehr Geld verkaufen zu können oder sogar wieder spielen zu können. Denn Serge Gnabry ist eigentlich ein guter Spieler und hat bei Bayern eigentlich historisch auch immer ganz gut gepunktet. Klar, es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Konkurrenz da im Mittelfeld oder im Sturm von Bayern und er wird nicht jedes Spiel spielen, aber je nachdem, wie er zurückkommt, man sieht es bei Leroy Sané, der aktuell die Saison seines Lebens spielt oder zumindest die beste Saison bei Bayern, kann es mal ganz schnell gehen, dass ein Spieler, der wirklich schlechte Averages hat, zu einem extrem guten und wichtigen Spieler bei einem sehr, sehr guten Verein wird. Und dann beißt man sich natürlich irgendwo in den Po, wenn man den viel zu früh verkauft hat. Und deswegen würde ich bei solchen Spielern, die aktuell vielleicht verletzt sind, die immer mal wieder verletzt sind oder vielleicht so ein bisschen hinten dran sind, würde ich mich immer hinterfragen, kann ich mit den beispielsweise jetzt 11 Euro von Serge Gnabry mir Spieler kaufen, die mich extrem weiterbringen direkt? Also wenn ich ihn jetzt verkaufe und ich die 11 Euro reinvestieren kann, bringt der Spieler mich im Threshold weiter? Bringt der Spieler mich in Champion Europe weiter oder wo auch immer? Oder bringt mir das Geld im Endeffekt gar nichts? Sollte ich es vielleicht nicht lieber ein bisschen zögern und aussetzen? Das gleiche gilt dann natürlich auch bei Spielern, die gespielt haben tatsächlich und auch die ganze Zeit gespielt haben, aber einfach nicht mehr auf dem Level, wie jetzt beispielsweise
beispielsweise letzte Saison. Ich habe hier Frederik Rönnow dabei von Union Berlin. Union Berlin spielt natürlich nicht mehr annähernd so gut wie letzte Saison. Ich meine, die sind auf dem Champions League Platz gelandet und jetzt spielen sie tatsächlich um den Abstieg in der ersten Bundesliga. Und dann ist natürlich auch klar, dass ein Torhüter, aber auch ganz, ganz viele andere Spieler aus dem Verein nicht mehr so performen, wie sie das letztes Jahr getan haben. Hier ist natürlich dann auch das Problem, wenn man solche Spieler kauft vor der Saison, dann sind die natürlich deutlich teurer. Wir haben jetzt einen 41 Euro Frederik Rönnow vor der Saison und mittlerweile ist er 20 wert. Also auch hier hat sich der Preis halbiert. Das große Problem bei Vereinen wie jetzt Union Berlin oder auch SC Freiburg oder andere vermeintliche Überraschungsteams der letzten Jahre, wenn man in solche Spieler investiert, muss man eigentlich fast irgendwo damit rechnen, dass die nicht mehr so gut performen wie in der Saison davor, weil es einfach super schwer ist, sich konstant in der Spitze einer Liga zu etablieren. Bei Frederik Rönnow ist es jetzt tatsächlich so, hier könnte man tatsächlich in Betracht ziehen, den Spieler mit Verlust zu verkaufen, weil ich nicht glaube, dass er wieder auf dieses Level kommen wird. Es ist super schwer, so gut zu performen, dass man ihn wieder für 40 Euro verkauft bekommt. Tatsächlich ist er aber immer noch 20 Euro wert. Das heißt, er ist gar nicht mal so wenig wert. Und hier könnte tatsächlich der Fall eintreten, dass man für die 20 Euro oder ein Rare 267 Euro einen Spieler im gleichen Preissegment, vielleicht sogar die gleiche Position bekommen kann, der deutlich, deutlich besser ist und der einem dann eben direkt weiterhelfen kann. An der Stelle interessiert mich natürlich auch extrem eure Meinung zu der ganzen Thematik, denn wie am Anfang vom Video gesagt, gibt es hier nicht nur Schwarz und Weiß und ich will euch so ein bisschen eine Anregung geben, dass ihr auch einen Kommentar schreibt und verlost deswegen Amos Pieper von Werder Bremen. Aktuell verletzt, aber eigentlich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, der glaube ich sehr vielen Leuten weiterhelfen kann. Ihr wisst alles, was ihr dafür tun müsst, Daumen nach oben auf das Video, den Kanal abonnieren und eben einen Kommentar schreiben, sehr, sehr gerne, was ihr an der Stelle eben machen würdet, wenn ihr Spieler mit Verlust verkauft, wollt ihr das machen oder lieber aussetzen und natürlich euren Sorare-Namen nicht vergessen und dann seid ihr schon mit dabei und die Karte werde ich dann im Livestream verlosen. Ich persönlich bin eben etwas risikobereiter und verkaufe gerne Karten im Minus, wenn ich das Gefühl habe, dass es meine Galerie auf lange Sicht weiterhilft und ich direkt Karten habe, mit denen ich spielen kann. Ich habe ja sogar mal meine komplette Galerie, also Limited und Rare, an Pavel Trader verkauft, um meinen Neustart in Sorare zu beginnen. Und damals habe ich mir dann meine Sorare-Bundesliga-Karten gekauft für den Threshold-Modus, also mein aktuelles Team quasi. Ich habe die Entscheidung nie bereut, aber natürlich hinterfrage ich immer mal wieder, was wäre denn gewesen, hätte ich meine Limited-Karten behalten, denn ich hatte eigentlich einige ordentliche und hätte vermutlich viel mehr Rewards gewonnen, als ich jetzt Thresholds gewonnen habe. Im Vergleich 50 Euro Threshold zu einer Karte, die 20 Euro wert ist oder 10 Euro je nachdem oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, muss man sich halt ausrechnen, wie das Ganze sich entwickelt hätte. Vielleicht wäre ich damit mehr im Plus oder annähernd auf Null und nicht im Minus wie aktuell, aber im Endeffekt kann man das auch nicht so pauschalisieren und deswegen finde ich, gibt es hier wirklich kein Schwarz und Weiß, man muss so ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hören und was man eben für eine Person ist, sitzt man Sachen eher lieber aus und hat die Hoffnung, dass man wieder auf das alte Level kommt, was ich in Sorare ein bisschen schwierig finde, oder ist man ein bisschen risikobereiter und versucht vielleicht die Strategie zu ändern, um so dann erfolgreicher in Zukunft zu sein. An der Stelle sind wir fertig mit dem Video. Lass super gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da und ich verlinke dir hier mein letztes Video. Da geht es um meinen Galeriewert. Was ist meine 2000 Euro Sorare-Galerie nach 2 Jahren wert? Schau gerne vorbei und bis dahin. Ciao, ciao.